Um mit dem Roboter in zwei Sprachen zu sprechen, benötigen wir mindestens 4 Programmboxen, 2 Set-Language-Boxen und 2 Say-Boxen. Diese ziehen wir aus den Box-Libraries auf die Hauptarbeitsfläche und stellen sie entsprechend ein. Eine Set-Language-Box stellen wir auf Deutsch und in eine Say-Box geben wir diesen deutschen Text ein. Danach nehmen wir die zweite Set-Language-Box und stellen sie auf Englisch ein. In die zweite Say-Box geben wir nun den englischen Text ein. Und damit die Umschaltung auf Englisch nicht so abrupt erfolgt, fügen wir noch eine Wait-Box ein und stellen diese auf 2 Sekunden Wartezeit. Die Wait-Box findet man in den Box-Libraries unter Programming Time. Nun verbinden wir alle Boxen noch von links nach rechts. Jetzt können wir das Programm über den Play-Button in der Werkzeugleiste ausprobieren und das Ergebnis auf dem virtuellen Roboter und in der Dialogbox anschauen. Auf dem echten Roboter sieht das dann so aus. Hallo, ich bin ein humanoider Roboter und heiße Cody. Nun das gleiche auf Englisch. Hello, I am a humanoid robot and you can call me Cody. Seid ihr mit einem echten Roboter verbunden? Wenn ja, dann verändert mal die Texte, die euer Roboter spricht, sowie seine Stimmhöhe, Voice Shaping und sein Sprechtempo, Speed, in den Say-Boxen. Und die Pause in der Wait-Box könnt ihr auch mal ändern. Probiert das alles einfach mal aus.